Yo! Was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Heute haben wir was Geiles vor uns, was Ivo unter der Kamera. Ivo, sag mal, what's poppin'? What's poppin'? Richtig, sag mal ein bisschen mehr. What's poppin'? Einer noch. What's poppin'? Ich hab hier ein paar Stories und ein paar Fakten. Okay. Und ihr müsst mir einfach nur sagen, ob diese wahr sind oder ob sie gelogen sind. Ah, also wahr oder falsch? Ja, also X-Faktor. X-Faktor als Challenge-mäßig. Ja, eigentlich. Der erste Fakt ist, Manuel Neuer ist 31 Jahre alt. Ist diese Geschichte wahr? Oder ist sie nur frei erfunden? Okay, er ist schon... Das Ding ist ja, ich habe letztens mit ihm Kaffee getrunken. Ja. Da war er 29. Das ist ja 2 Jahre ungefähr her. Ja. Da müsste er jetzt 31 sein, ja. Guck mal, das war aber schon älter, weil ich habe Cola mit ihm getrunken. Weißt du? Ich habe die Antwort. Ich auch. Ja? Okay, ja oder nein? Oder? Ja. 3, 2, 1. Nein! Ja. Nein. Ja. Nein. Ja. Er ist nicht 31. Ja, du weißt, er ist 32. Manuel Neuer ist 32 Jahre alt. Ja! Ja! Ich wusste das. Ich hab geraten, Digga. Ich bin ehrlich, Digga. Einfach geraten. 1 zu 0 für Raja. Ja. Vielleicht bin ich gar nicht Raja. Vielleicht bin ich Manuel Neuer. Jetzt kommt eine etwas längere Story. Okay. Weltweite Aufmerksamkeit gewann Klum durch ihre Moderation zur Gruppenauslosung der Fußball-WM 2006. Am 9. Dezember 2005 in Leipzig, an der Seite von Reinhold Beckmann. An diesem Abend saßen ca. 320 Millionen Zuschauer weltweit vor dem Bildschirm. Wegen ihres nach iranischer Wertevorstellung unsittlichen Kleides wurde ihr Auftritt während der Ausstrahlung im iranischen Fernsehen zensiert. Und was ist die Frage? Ist diese Geschichte wahr? Okay. Oder sagt doch einfach so. Das Ding ist jetzt, ich weiß nicht mehr, was die Geschichte ist. Ibex. Kurz gefasst, Heidi Klum. Ja. War Gruppenauslosung, war sie dabei so. Ja. Und dann hat iranische Fernsehen gesagt, die hat sie zu wenig an. Wir zensieren die also. Ach so, Iran? Ja. Ja, okay. Ist Iran so weit gegangen und haben sie Heidi Klum geklappt? War das Heidi Klum? War das nicht immer an? Ja. Er hat doch gegoogelt, Digga, weiß bestimmt. Deswegen sollst du mir sagen, ob es richtig oder falsch ist. Vielleicht war es ja nicht Heidi Klum, sondern Manuel Neuer. Der Junge ist ja überall, Digga. Antwort in 3, 2, 1. Nein! Richtig! Nein! Richtig, das muss richtig sein. Nein, das ist falsch. Die Geschichte ist wahr. Warum? Wir machen AK? Digga, ich hätte mir nicht gedacht, dass die das zensieren, Digga. Oder diese Frau, wenn sie da steht im Kleid, so... Ja, wir sind jetzt mittlerweile 2018, Digga. Ja, das war 2005, Bruder. Ach so, das war 2005, Bruder! Junge, du hast nicht gesagt 2005! Halt die Fresse! Du hast so... Halt die Fresse! Jetzt gehen wir mal ein bisschen in den amerikanischen Bereich. Alright! Rapper-Gruppe Migos. Migos, ja. Offset ist Quavos Cousin und Takeoff ist sein kleiner Neffe. Ich weiß ja drin. 3, 2, 1. Ja! Ja. Nein, ey, du hast von mir abgeguckt, Digga. Gar nichts, Digga. Du hast meine Lippen gelesen, Digga. Mit meinem Ohr, Bruder. Die Geschichte, muss ich ja gar nicht spannend machen, ist auf jeden Fall wahr. Ja. Applaus für euch beide. Wenn wir schon bei den Migos sind, dann bleiben wir da auch nochmal kurz. Okay. Die Gruppe Migos hat mittlerweile fast 50 Mal Platin bekommen. Tschüss! Ist es jetzt. Ach, du willst die Frage? Ich dachte, es geht weiter. Nein, das ist. Ach so, hat Migos 50 Platin bekommen oder nicht? Höchstens 50. Stimmt es, dass Migos bis 50 Mal Platin bekommen haben? Die Antwort in 3, 2, 1. Ja. Sie haben mehr. Was? Also, sie haben mehr. Ja, nächstes Mal bitte einfach Nein sagen, ja? Ich hab Ja gesagt. Nächstes Mal Nein sagen, bitte, ja? Obwohl, ich wollte einen raushauen jetzt. Dafür hat Momo aber den Punkt, denn sie haben. Ja! Mehr Platin. Wie oft? 53. Oder lass dir das 53 mal auf der Zunge zergehen. Digga, wie viel? Hättest du das mal von meinen Lippen ablesen mit deinem Ohr? Oh! Ich kann mit meiner Zunge auch gerade andere Sachen ablesen bei deiner Zunge. Das geht! 2 zu 1 für Mohammed. Dann kommen wir direkt zum nächsten Fakt. Und zwar kennen wir ja alle Samra. Der hat ja einen miesen Hit gelandet mit Katalea. Ja. Der Satz ist: Samra hat über 500.000 Follower auf Instagram. Ist das richtig? Oder ist das falsch? Das ist jetzt ein bisschen knüffelig, ne? Der Hustenmatscher ist nice, ne? Ich mach kurz Telefonjoker. Ich weiß es. Ich hab zugehört. Ich weiß. Du weißt gar nichts. Ehrlich, ich weiß. Antwort in 3,
2, 1. Nein! Die Antwort von euch beiden ist richtig. Ja. Er hat 343.000 ja. auf Instagram. Der nächste Fakt ist, Kapital hat auf Facebook unter 499.000 Likes auf seiner Seite. Auf Facebook? Hat der Bra überhaupt Facebook? Er hat eine Facebook-Seite. Echt jetzt? Ja. Welche Menschen hat noch Facebook? Ist das wahr? 3, 2, 1. Nein! Nein. Was? Er hat ja gesagt. Ich hab jein gesagt. Digga! Er sagt jein einfach! Er hat ja gesagt, ist mir egal. Ich hab jein gesagt. Ich seh das als ja. Ja, dann ist nicht falsch. Mir scheiße. Warte, ich hab die Frage jetzt voll. Ich bin verwirrt. Bei ja oder nein, du mit jein, Digga, willst du mich verarschen, oder? Nein, ich bin echt verwirrt gerade. Jein, ich sag, er hat weniger Likes. Okay, und Momo meint, er hat mehr. Ja, ich meinte weniger Likes. Er hat nicht mehr. Kommt ihr mit dem jein, Digga? Tamam. Kapital hat auf Facebook 258.000. Ja! Ich wusste das, Digga! Ich wusste das, Digga! Du hast nur nochmal gerettet, Digga. Nein, Bro, ich wusste das. Ja, nein, 2-2, Leute. 2-2, supi! Warte, soll ich das Video eigentlich nennen? Ich spiele gegen einen Opa? Nee, wie wär's, wenn du einfach sagst, ich f*** den Slumdog. Wie? Also, ich f*** den Slumdog. Oha, ich dachte, Raja vs. Opa. Raja vs. der älteste Junge auf YouTube. Weißt du? Ich dachte vielleicht. Ich dachte gerade, das ist Momo, aber das schockt nicht so. Du bist ja ein bisschen älter, du bist ja schon Ende 80 so. Und dann sag ich bei dir so, Raja fürs Rentner. Was? Vielleicht schreibt doch noch hin, dass der Gewinner kriegt eine Jahrespackung Clirazin. Erdogan folgt auf Instagram 8 Personen, darunter auch. Personen! Erdogan folgt auf Instagram 8 Personen, darunter auch Angela Merkel. Okay. Ist das wahr? Oder ist das falsch? Eure Antwort in 3, 2, 1. Nein! Falsch. Nein. Falsch. Damit seid ihr beide richtig. Er folgt nur 2 Personen. Nächster Fakt. Wir kennen ja alle die Parodie von uns, Volkswagen. 13 Zoll Felgen, Roll Baby. Auf meine Volkswagen. Der Song hat mittlerweile 860.000 Aufrufe. Tschüss. Nochmal tschüss. Er hat über 39.000 Likes. Okay, wenn wir mal ehrlich sind, der hat auf jeden Fall mehr verdient. Ne? Schon so 1 Million Likes verdient eigentlich. Ja. Wenn nicht sogar 3 Billionen. Ja, ich weiß die Antwort. Moment, brauchst du noch ein Sekündchen? Der Momo braucht mal länger, ne? Mein türkischer Liebhaber. Er hat doch gesagt, wir sollen Unterhaltung machen. Hä? Hab ich falsch verstanden? Also du und Almo, ja? Du und Almo, ja? Er meint doch mit Zunge und so, Digga. Du und Almo, also ja, ich wusste, bei euch beiden ist irgendwas schief, Digga. Ich wusste, Digga. Warum fragt ihr nicht, Digga? Ich will auch mitmachen, oder? Ich will auch nichts mehr machen, Digga. 3, 2, 1. Nein! Mehr als 39.000. Nein, weniger. Weniger. Mehr als 39.000. Das ist falsch, Deswegen hat das über 39.000 Likes. Ja! Was? 39.593 Likes. Hä? Letztes war 33.000, Mann. 39.593 Likes. Ganz kurz. Bruder, du hast vor allem zugegeben, dass du nicht an uns glaubst. Ja, aber. An uns und unseren Content. Wir haben so eine starke Community, Digga. Denkst du echt, die packen keine 39.000? Ich gehe mir jetzt die Fingernägel schneiden dafür, okay? Bruder, nein, lass mal rein. Damit steht's 3-2 für Mohammed. Die Frage ist, hat Ibeck, ich spreche jetzt bewusst in dritter Person von ihm, hat Ibeck auf Instagram über 100 Beiträge? Ja! 3. Achso, du hast doch gerade gesagt, du willst direkt die Antwort wissen. Ja, natürlich ziehe ich aber trotzdem runter. Ja, Spaß, Digga, hast du geprankt. Ey! Jetzt kann ich das Video auch nennen, Albo hat mich geprankt. Featuring Opa. So, 3, 2, 1. Nein. Ja! Wer ist jetzt der heftige Bruder, Digga? Das ist die Frage. Ist mir scheißegal, Mann. Gib mir einfach die Antwort. Deswegen ist, weil es dir scheißegal ist, hat Momo auch gewonnen. Echt? 88 Beiträge habe ich. Bam, Bruder, was los? Gleich geht's mir sofort zurück in die Nähmaschine, Digga. Heute bin ich aber rappelig. Ey, 4-2, ne? Ja. Wir kommen zur letzten Frage. Also, Mohammed hat so oder so schon gewonnen. Jetzt geht's einfach nur noch um. Um den Stolz? Stolz? Okay. Wenn du jetzt keinen Punkt holst, ne? Du weißt, wie man das bei uns Kanaken nennt, ne? Handicap. Ach, weißt du was eigentlich? Schock nicht, nein, schock nicht. Dich ein Lutschen. Du kannst mir gemischt ein Lutschen hinter der Kamera. Ja, das stimmt. Auf der Liste der Länder mit den meisten Flüchtlingen ist die Türkei auf Platz 1, Libanon auf 2 und Deutschland auf 3. Ist diese Geschichte wahr? 3, 2,
Eins. Falsch. Nein, falsch. Ja, scheiße, jetzt kann ich auch keinen Punkt mehr. Und sag mal ja. Komm, ihr entscheidet euch. Einer muss ja sagen, einer nein. Das muss man nicht sagen. Ich sag nein. Mach dich schon schauen. Sag nein, du kleiner Pisser. Bleib bei nein, Digga. Einmal ein Wort, Digga. Nein ist richtig. Auf Platz 1 ist die Türkei, Platz 2 ist Pakistan, Platz 3 ist Libanon und Deutschland ist auf Platz 8. Yes! So, ne? Ja. Und du kannst ja irgendwie schauen, ich glaube, da hinten gibt es einen Medizinschrank für die Klatsche, die ich dir heute verpasst habe, für ein kleines freches Mund. Okay, ja. Ach, das ist ja super, dass du es gerade andeutest und das gesagt hast mit dem Mundwerk. Ja, deswegen. Also, so oft, wie ich dir schon auf die Fresse gegeben habe, musst du ja eigentlich schon wissen, wie das geht. Ich brauche dir gar nicht mehr helfen, oder? Ja. So viel du schon gegen mich verloren hast. Ja, deswegen, das ist die Wahrheit. Ja. Mir ist es halt egal, ob gewinnen oder verlieren. Hauptsache halt, ihr hattet Spaß. Das ist das Wichtigste für mich. Das sieht man sonst. Immer ruhig, Digga. Immer ruhig jetzt, Digga. Immer ruhig jetzt. Das Wichtigste ist, ihr habt Spaß, ja, Leute. Genau. Ja, ob ihr gewinnt oder verliert, das ist nicht wichtig in dem, Digga. Alles gut, Leute. Von das ist nicht wichtig, Digga. Das ist echt nicht wichtig, Digga. Ja. Lass einfach passieren. Es kommt drauf. Lass einfach passieren. So Leute, das war's mit dem Video. Danke nochmal, dass ihr dabei zugesehen habt, wie ich Raja heute fertig gemacht habe. Wie sonst auch immer. Vergiss nicht Snapchat, Instagram, wir sind immer für euch aktiv, Freunde. Addet uns da. Und Aibo, willst du was sagen, Digga? Alles klar, Bruder. Dezember jeden Tag ein neues Video. Oh! Oh. Das wollte ich sagen. Das wollte ich sagen. Aber ne, mach ich nicht mehr. Nee, brauchst du nicht. Also bleib das jetzt einfach so im Raum stehen. Ja, einfach im Raum stehen.